Herzlich willkommen zu unseren ABB How-to-Praxistipps. Heute geht es um die Inbetriebnahme von ABB Frequenzumrichtern. Im Speziellen um den ACH für Heizung, Lüftung, Klima- und Kälteanwendungen. Wir sind Boris Feinger und Klaus Allgeier. Klaus, was hast du uns denn heute mitgebracht? Heute habe ich uns mitgebracht die Einstellungen für die Schlaffunktion. Schlaffunktion, okay. Die Schlaffunktion ist eine Ergänzung zu den Einstellungen der PED-Regelung. Die PED-Regelung hatten wir ja bereits in einem anderen How-To-Video behandelt. Genau, die könnt ihr finden, die Setups, wie man die Einstellungen macht, in unserem How-To-Praxistipp für PED-Regelung. ABB YouTube-Channel, perfekt, klasse. Jetzt wollen wir aber mal sehen, was die Schlaffunktion denn bewirkt. Okay. Für was sie ist. Gehen wir ran. Wir wählen wieder Taste Menü. Okay. Kommen in Grundeinstellungen und wandern jetzt zu dem Menüpunkt der PED-Regelung. Okay. Die haben wir, wie erwähnt, ja beim letzten Mal schon eingestellt. Was wir jetzt aber machen, ist, dass wir zu dem Untermenüpunkt Schlaffunktion wechseln. Sehen wir hier. Ah, perfekt. Die ist jetzt aus. Und wir werden die jetzt aktivieren. Wir sehen hier Schlaffunktion benutzen, auswählen, ist jetzt aktiviert. Super. Und Klaus, für was ist denn die Schlafffunktion da? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn wir eine PED-Regelung machen, versucht der Regler, hier der Frequenzumrichter, immer den Ist-Wert an den Soll-Wert heranzubringen, so nah wie möglich. Es kann passieren, dass das nie ganz genau erreicht wird. Okay. Das führt dazu, dass das System vielleicht mit einer ganz kleinen Drehzahl immer läuft und was ja gar nicht unbedingt erforderlich ist, weil wenn eine Temperatur zum Beispiel schon fast erreicht ist oder auch ein Druck, könnte man sich auch vorstellen, dass das System für eine gewisse Zeit lang abschaltet. Okay. Und erst wieder einschaltet, wenn die Abweichung zwischen Ist-Wert und Soll-Wert zu groß geworden ist. Okay, macht ja dann auch Sinn. Ja, und spart natürlich dann Energie, weil das System läuft nicht. Okay. Und schont mir ja auch die Anlage. Ja, klar. Weil was nicht läuft, wird nicht abgenutzt. Geht nicht kaputt. So sieht's aus. Alles klar. Gut, jetzt geht es ja darum, ab wann soll denn diese Schlaffunktion eintreten? Und hier gibt es eine sogenannte Aktivierungsschwelle, die steht jetzt hier bei 25 Hertz. Wir könnten ja sagen, naja, wenn wir bei Lüfteranwendungen sind, macht es vielleicht durchaus Sinn, dass das System dann ab 20 Hertz abschaltet, weil dann eh kein Volumenstrom mehr vorhanden ist oder die Pressung, der Druck, den man erreichen möchte, nicht ausreichend ist. Das kann man aber individuell anpassen. Nehme ich das und dann gibt es den Punkt Verzögerungszeit. Mhm. Warum mache ich eine Verzögerung? Das beruhigt das System. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Abweichung zwischen Druck und Temperatur, dann muss Druck Ist-Wert und Soll-Wert, dann muss das ja nicht auf jede kleine Bewegung reagieren. Ja, das macht Sinn. Ja. Und hier können wir eben sagen, beruhigen wir das System, indem wir sagen, erst nach 60 Sekunden geht es dann los mit der Schlaffunktion. Wir machen es ein bisschen kürzer, weil wir wollen ja hier uns das nachher mal anschauen, wie es funktioniert, damit wir das auch schneller sehen können. Und da gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, Verstärkungszeit, was ist das? Wir können hier sagen, bevor er anfängt, also bevor er einschläft, das System einschläft, erhöhen wir den Ist-Wert noch ein wenig. Das ist ja clever. Ja, das bedeutet, wenn wir eine Temperatur erreichen wollen, sind da ganz nah dran, dann sagen wir, jetzt gehen wir ein bisschen wärmer, schalten dann ab und dadurch verlängern wir die Schlafphase. Ja. Und deswegen müssen wir hier auch den Verstärkungsschritt eingeben. Wir sagen hier, bevor du einschläfst, gehst du so 5 Grad über den Sollwert hinaus. Okay. Ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel. Ich habe es einfach mal so eingestellt. Aber wir wollen ja nachher auch was sehen. Wunderbar sehen. Und umgekehrt gibt es dann natürlich auch die Anforderung für die
abweichen. Wer einschläft, muss aufwachen. Muss auch mal wieder aufwachen. Und wir wollen ja auch nicht, dass es zu kalt wird. Und deswegen sagen wir dann, wenn die Abweichung über, sagen wir mal, 2 Grad ist, dann fängst du wieder an zu arbeiten. Und auch hier wieder mit einer kleinen Verzögerung, einfach um das System zu beruhigen. Ja. Ist hier eine halbe Sekunde. Ist jetzt für die Darstellung bestimmt auch besser, wenn wir das etwas länger machen. Jawohl. Schauen wir mal, was wir noch haben. Das war's schon. Oh, das ging wir aber sind schnell. Jetzt schon durch mit der Schlaffunktion. Und ich gehe wieder zurück auf die Startansicht. Super. Boris, jetzt möchtest du bestimmt wissen, ob es auch funktioniert. Hundertprozentig, das weißt du. Wollen wir es uns anschauen? Bitte, ja. Gut. Also, wir starten zunächst das System. Setzen einen Sollwert jetzt bei, ich sag mal hier so 30 Grad. Der Istwert ist noch bei 14 Grad. Das bedeutet, es ist zu kalt. Ja. Soll wärmer werden, also muss die Maschine schneller drehen, um mehr warme Luft hineinzubringen. Und wenn wir jetzt den Istwert anheben, merken wir, die Drehzahl geht herunter. Genau, wir sind die Temperatur tatsächlich steigt, ja auch über dem. Nein, wir sind noch nicht ganz. Jetzt sind wir über dem Sollwert. Also es ist zu warm. Ja. Das bedeutet, das System fährt es runter. Und wir erwarten, dass er dann ab einer bestimmten Drehzahl und nach einer gewissen Zeit in die Schlaffunktion geht. Ah, okay. Siehe da. Ah, tata. Hat abgeschaltet und wir bekommen die Information dort oben über dieses ZZZ. Er schnarcht jetzt. Jetzt haben wir es verstanden, okay. Und dann wollen wir natürlich auch schauen, ob er wieder startet. Okay. System, Gebäude, was auch immer, kühlt ab. Jawohl. Wir haben das jetzt hier simuliert, dadurch, dass wir den Istwert herabgesetzt haben und das System kommt wieder. Und ist wieder aufgeweckt. Ja. Super. Das war das schon mit der Schlaffunktion, Boris. Klasse. Und wie immer, ohne Handbuch und? Mit Hilfe des Assistenten. Super. Perfekt. Wenn euch unsere How-To's gefallen haben, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf euer Feedback. Auch Anregungen nehmen wir gerne entgegen. Ansonsten sagen wir Tschüss, eure How-To's. Boris Feinger und Klaus Allgeier. Tschüss. Tschüss.